Wir kommen jetzt zu zwei nämlich ganz anderen Klassikern, zu den beiden großen Moralisten der italienischen Literatur. Zum einen zu Dante, der mit der Die göttliche Komödie ein Meisterwerk der Literaturgeschichte, überhaupt der abendländischen Kultur geschaffen hat, und zu Pier Paolo Pasolini, ein eminent politischer Filmregisseur und Autor, der sich auch eingemischt hat und der sich auch intensiv mit Dante auseinandergesetzt hat. Und genau darauf zielt der italienische Autor Federico Bellini ab in seinem Stück Eine göttliche Komödie, Dante Pasolini. Und da erzählt er vom Sterben des einen mit dem Werk des anderen, also verknüpft den Mord, der ja an Pasolini, der ja nie ganz aufgeklärt wurde, die Umstände jedenfalls 1975 am Strand von Ostia, mit den Höllenkreisen und dem Fegefeuer und dem Weg eben bis zum Himmel von Dante. Und das ist ein ungeheuer dichtes Stück voller Motivverflechtungen und intertextuelle Bezüge. Der Abend kreist um diesen Mord in immer neuen Variationen und Bildern. Und daraus macht Antonio Latella, der Regisseur, einen kompromisslos radikalen Abend von beeindruckender Präzision und brutaler Schönheit. Auf der leeren Bühne, nur damit Sie sich das so ein bisschen vorstellen können, steht eigentlich nichts außer einer Telefonzelle und ein Auto, nämlich ein Alfa GT 2000. Offensichtlich hat das Pasolini gefahren, also vielleicht nicht genau das exakte Ding da auf der Bühne, sondern aber dieses Modell. Und daraus rutschen, purzeln, stürzen so nach und nach 7 Pasolini-Lookalikes und dann nimmt der Abend seinen Lauf. Der Abend ist aber kein bloßes Denkmal für Pasolini. Der setzt sich durchaus kritisch mit Pasolinis Wirken und Schreiben und vielleicht auch Nichtwirken auseinander. Lotet die Grauzonen in seinem Denken aus und zieht auch Linien bis zum Neofaschismus. Das ist durchaus bitter. Und setzt sich aber auch mit seiner Höllenangst und seinen Sehnsüchten auseinander. Zugleich ist Eine göttliche Komödie eine zutiefst choreografische Studie, sehr genau gearbeitet, die das brüchige Konzept von Männlichkeit verhandelt und pendelt sehr zwischen enormer Brutalität und Zärtlichkeit. Wesentlich an diesem Abend beteiligt sind die Schauspieler. Das sind Philipp Deschamps, Gunther Eckes, Max Gindorf, Franz Pelzold, Nils Strunk und Tim Wertz, die wirklich wahnsinnig intensiv sich auf dieses Konzept eingelassen haben und das höchst körperlich und sehr überzeugend verkörpern. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass diese sehr einmalige Atmosphäre über den ganzen Abend bestehen bleiben kann. Gucken Sie sich's an.